Guten Abend. Willkommen zu Love is the Devil von John Mabry. Diesen Film habe ich ausgesucht, weil kaum ein Maler für mich die Realität so einfängt, also die Realität, wie ich sie empfinde, so präzise einfängt wie Francis Bacon. Francis Bacon hat für mich die Realität so gemalt, wie ich sie empfinde. Und ich war einfach fasziniert und auch sehr aufgeregt und erfreut, als ich diesen Film gesehen habe, weil er eben genau den Seelenzustand porträtiert, aus dem diese Bilder entstanden sind. Also es ist kein Biopic, sondern es erzählt über die Begierde nach Intimität und menschlichem Austausch, die permanent zum Abgrund führt und die uns auch teilweise zu Monstern werden lässt. Also die Monstrosität des Daseins, verbunden mit unserer Sehnsucht nach Intimität, wird in diesem Film so perfekt porträtiert und zeigt eben auch, dass Begierde ein Dämon sein kann, der uns in seine Fesseln legen kann. Und das ist für mich ein sehr mutiger Film, auch weil er eben Sex zeigt, Frontal Nudity. Daniel Craig ist da sehr mutig, indem er sich absolut im Film sexualisieren lässt. Das ist sehr ungewöhnlich und hat dann letztendlich, was ich sehr faszinierend fand, das war ja so sein erster großer Film, Love is the Devil für Daniel Craig, und dann kam eben der Bond-Film Casino Royale, wo er auch angefangen hat, der Mann als Objekt. Also in diesem Casino-Royale-Film gibt es ja kein Bond-Girl, das im Bikini aus dem Wasser kommt, sondern es gibt eben Daniel Craig, der durchtrainiert in der Badehose aus dem Wasser kommt. All das sieht man auch in Love is the Devil, eben der Mann als Objekt der Begierde. Finde ich sehr faszinierend, und es ist auch faszinierend, wie hier eben Sex gezeigt wird und dass das funktioniert. Denn normalerweise hat Sex im Film nichts zu suchen, denn wenn eine Sexszene läuft, dann steht der Film. Also Sex ist wenn Sex gezeigt wird im Film, dann ist die Handlung auf Pause gedrückt. Und deswegen gehört Sex, weil es eben die Absenz von Narrative ist oder von Handlung, eigentlich in die Pornografie. Hier ist es sehr interessant, weil eben die Sexualität, die Sexszene Teil der Narrativen ist. Es ist Teil dieser Geschichte über die Monstrosität der Begierde. Finde ich sehr interessant. Außerdem auch noch, was so tragisch ist an diesem Film, ist eben, dass jeder Pinselstrich, den Francis Bacon in dieser hier vollführt, ist intimer, ist erotischer als alles, was diese Menschen tatsächlich miteinander tun. Und das ist natürlich wahnsinnig tragisch, besonders weil eben die Figur von Daniel Craig das überhaupt nicht versteht. Und dass so eben der Graben zwischen diesen beiden Menschen, die doch die Intimität suchen, immer größer wird. Und das ist herzzerreißend und sehr schön. Viel Spaß.